Es war wieder ein Haubenfest für den Gaumen. Das schon traditionelle Charity-Dinner der Tageszeitung Die Presse gestern Abend in der Grazer Listhalle. Gleich vier Spitzenköche haben dort 250 Gäste verwöhnt. Eigentlich füttert die Presse ja ihre Leser mit Informationen. Doch einmal im Jahr, da setzt man ihnen eine Menükarte vor. Unsere Leser genießen auch unsere kulinarischen Kritiken, die wir haben. Und das ist natürlich jedes Jahr die Creme de la Creme der österreichischen Spitzenköche. Ich meine, Walter Esselböck, da weiß man, da pilgert ganz Österreich hin. Man kriegt sehr schwer einen Tisch. Jetzt kommt der Walter Esselböck nach Graz. Und stellt sich einen ganzen Abend lang mit einer Armada an Köchen in den Dienst der guten Sache. Denn gespeist wurde zugunsten August Schmölzers Hilfsorganisation Initiative Gustl 58. Es ist Geschmackssache, ne? Ob man lieber Geld spendet oder ob man für einen guten Zweck arbeitet oder für einen guten Zweck isst. Hauptsache, es kommt Geld rein. Es ist ein schönes, großes Event und man muss sich dementsprechend was einfallen lassen. Und es ist halt schon so überlegt, dass es nett ausschaut, dass es lieb ausschaut und dass man es gern essen will.